Hey, Servus, der Flo hier. Ja, ein paar von euch werden mich schon auf dem Kanal gesehen haben und werden sich dann erstmal gefragt haben, ja, so, wer ist das so? Was ist das für ein Typ? Und deswegen dachte ich mir, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn ich euch ein bisschen was von mir erzähle, dass ihr mich besser einschätzen könnt und auch wisst, ob meine Meinung überhaupt irgendeine Relevanz für euch hat. Ja, da fangen wir mal am besten ziemlich weit vorne an. In meiner Kindheit hatte ich das Glück, ich musste nicht mit Risiko und Monopoly aufwachsen, sondern hatte das verrückte Labyrinth, Heimlich und Co., Hamstern, Mankomania und meine Eltern haben immer relativ viel mit mir auch gespielt. Und irgendwann kam dann relativ früh, kam dann HeroQuest. Und für so einen kleinen Steppke ist HeroQuest natürlich der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, die Werbung, da war dann so ein Junge mit so einem fetten Klöppel und hat auf diesen MB-Gong draufgehauen. Und dann waren vier Kids um den Tisch rumgesessen in einem Dungeon und düstere Musik. Und dann dreht sich auf einmal einer um und ist ein Goblin. Und ja, mind blown. Das war so der Einstieg in Fantasy, Science Fiction und so dieses Nerd sein. Ich habe dann auch Warhammer angefangen, wo ich in der 8. Klasse war. Da hatten wir einen kleinen Fantasy-Laden bei uns ums Eck und ich bin mit meinen Freunden nach der Schule in diesen Laden gegangen und habe den Erwachsenen beim Spielen zugeschaut. Und dann waren halt diese riesen Tischplatten mit der gebauten Landschaft und die bemalten Armeen. Ja, kleine Kinder sind dann natürlich hin und weg. Und dann habe ich mir mit meinen Kumpels zusammen eine Grundbox gekauft und wir haben uns durch diese Regeln gearbeitet. Jeder hat sich eine Armee ausgesucht. Wir haben bemalen angefangen. Katastrophe, die ersten Figuren. Wenn ich nochmal ein Bild finde, dann setze ich euch das mal rein. Ich war dann auch mal mit 16, war ich allein in England zum Figuren kaufen, weil die da einfach viel, viel günstiger waren. Und dann bin ich mit meiner vollgepackten Tasche, ich habe auch für meine Jungs da noch mit eingekauft, meine vollgepackten Tasche wichten am Flughafen und die durchleuchten das ja. Und dachte ich mir schon, oh mein Gott, hey, ich habe viel zu viel Zeug dabei. Und dann schaut der Typ so, okay, ah, du spielst Hochelfen und Elder, oder? Ich so, ja. Und dann habe ich erst gecheckt, also in England kennt fast jeder Warhammer, die sind alle damit aufgewachsen. Ja, Warhammer hat dann auch natürlich zu Rollenspielen geführt. Ich habe DSA gespielt, ich habe D&D gespielt, Shadowrun und auch so ein paar Randsysteme wie GURPS und ich glaube RuneStone, sowas in der Richtung. Und natürlich auch ganz, ganz viele Videospiele. Meine erste Konsole, ich hatte einen SNES und habe Zelda tot gespielt. Und dann PC, Command & Conquer war mein erstes Spiel, Battle Isle, was da so alles kam. Da haben wir Netzwerkpartys, wir haben wochenlang saßen wir, also nicht wochenlang, aber wir saßen halt eine Woche da, haben gezockt. Dann, wir hatten sogar mal Risotto auf einem Monitor warm gemacht. Und einer hatte Koffeintabletten dabei, dass wir länger wach bleiben. Und ja, wie das halt so ist. Und irgendwann kam dann mal die erste Freundin. Und das Videospielen hat immer mehr abgenommen. Und dafür kamen aber dann halt auch wieder Brettspiele auf den Tisch. Und wir haben dann mit der Familie, haben wir Siedler von Catan mit allen möglichen Erweiterungen gespielt und Carcassonne. Und so ging es dann eigentlich los. Dann kam irgendwann, kam Targi. Mit meiner Family habe ich oft auf der Hütte immer mal wieder Tabu gespielt. Seven Wonders und ja, eins zum anderen sind immer mehr Spiele geworden, bis ich dann mal mit vier Freunden nach Essen gefahren bin, zu unserer ersten Brettspielmesse. Und das war auch dann wieder ein Game Changer. Da habe ich dann erst gesehen, es gibt so viele Leute, die spielen, es gibt so viele Spiele, es ist ein riesen Event. Also jeder, der da schon mal war, kann das nachvollziehen, nachempfinden. Und jeder, der da noch nicht war, sobald es wieder geht, solltet ihr unbedingt euch mal die Messe in Essen anschauen. Das ist wirklich ein Erlebnis. Damals waren wir nur einen Tag. Aber das hat dann auch gereicht, dass wir uns den Stapel vom Boden bis zur Decke gekauft haben. Und damals dachten wir dann so, boah, hey, wir sind voll krass, wir haben uns so mega viele Brettspiele gekauft. Ja, und seitdem waren wir jedes Jahr dort und die Stapel sind eigentlich immer höher geworden. Ja, und irgendwann habe ich dann auch mal angefangen zu erklären auf der Messe. Das war, Isaac Childress hat mal angefragt nach dem Gloomhaven Kickstarter, er wäre in Essen und bräuchte Leute zum Erklären. Und ich sofort, ja, hey, cool, hier, mache ich gerne. Und Gloomhaven war natürlich in aller Munde und sehr beliebt und das Interesse war riesig und das hat dann halt mega Spaß gemacht, dieses Spiel einfach zu erklären. Im nächsten Jahr habe ich dann für Ralf von Games Up habe ich The Arrival und Carthago erklärt, auch wieder mit einem super Team. Im nächsten Jahr dann bei Cranio Creation Barrage. Ja, und das war einfach immer eine Fetzen-Gaudi. Die Leute kommen, die haben Spaß, du erklärst ein Spiel. Im Idealfall sind es dann auch coole Spiele, wo du auch richtig Bock drauf hast. Ja, und so bin ich immer mehr
in die Industrie auch reingewachsen. Und ja, auf Reisen habe ich gesehen, es gibt dieses Konzept des Brettspielcafés. Und das fand ich cool, dass da einfach ein Ort ist, da kannst du hingehen, neue Spiele ausprobieren, neue Leute kennenlernen. Du hast Platz und bist halt einfach mit Leuten umgeben, die genauso ausgeflippt sind wie du. Und irgendwann dachte ich mir, ja, in München bräuchten wir sowas eigentlich auch. Ja, und dann habe ich vor inzwischen zwei Jahren, mit dem Stylianus das Brettspielcafé Zammgürfel in München aufgemacht. Und dann haben wir Location gesucht, einen Businessplan geschrieben, Konzepte entwickelt, dann eine Location gefunden, ausgebaut, eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, uns überlegt, was wir kochen. Einfach wahnsinnig viel gelernt und auch viel auf die Beine gestellt. Aber leider hat sich dann herausgestellt, dass Stylianus und ich, wir haben nicht so gut harmoniert, ein bisschen andere Ziele gehabt und dann haben wir uns wieder getrennt. Stylianus hat das Café weitergemacht und ja, ich bin dann meine eigenen Wege gegangen. Leider ist das Café jetzt auch unter die Räder gekommen, wegen Corona. Aber dann bin ich, habe ich im Fantainment angefangen, in dem Brettspielladen in München, den wird jeder kennen, der hier aus der Gegend ist, und konnte dann da wieder quasi im Job meinem Hobby frönen, habe ein paar Brettspielrunden da organisiert, habe versucht weiter mit verschiedenen Verlagen und Designern Kontakt zu halten, habe den Kunden ein bisschen was von Spielen erzählt und auch wieder in einem coolen Team gearbeitet. Ja, aber so vor einem halben Jahr war es dann wieder an der Zeit, dass ich schaue, dass ich mich wieder ein bisschen umorientiere. Ja, und jetzt zeige ich euch mal ein paar von den Brettspielen, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Dann fangen wir einfach mal an mit Gloomhaven. Das war ja das Spiel, das ich als erstes auf der Messe erklärt habe, das mich da so ein bisschen reingebracht hat. Ich weiß nicht, viel über Gloomhaven brauche ich, glaube ich, eh nicht erzählen. Ein riesen Dungeon Crawler, das ist der Eurostar quasi unter den Dungeon Crawlern. Über 100 Stunden Spielzeit. Ich habe das viel mit meinen Cousins und Cousinen gespielt. Ich denke mal, wir haben so 2/3 der Kampagne durch, also ganz haben wir es auch noch nicht geschafft. Wenn ihr da einsteigen wollt, schaut euch mal Jaws of the Lion bzw. Pranken des Löwen an. Das ist jetzt Anfang des Jahres rausgekommen. Das ist der kleine Bruder. Das sind so 24 Missionen. Die ersten 4 sind ist ein Tutorial und dann seid ihr im Endeffekt in den Regeln drin. Und wenn euch das dann gefällt, dann entweder Gloomhaven oder, was dieses Jahr noch rauskommt, der Nachfolger Frosthaven. Ein weiteres kooperatives Spiel, das bei mir immer super gerne auf den Tisch kommt, ist Robinson Crusoe. Das ist eines der thematischsten Spiele, die ich kenne. Ihr wollt halt auf der einsamen Insel überleben und schickt dafür immer eure Leute zu verschiedenen Aufgaben. Das Spannende daran ist, es gibt ein Regelwerk und auf dem Regelwerk spielt ihr dann verschiedene Szenarien, die sich alle unterschiedlich anfühlen. Mal wollt ihr einen riesen Holzhaufen bauen und sammelt deswegen Ressourcen. Mal müsst ihr die Insel erkunden oder euch gegen Kannibalen wehren. Es gibt eine Kampagne mit der ersten Erweiterung, da beeinflussen die Levels sich immer nacheinander. Ja, es kommt auch wieder neues Zeug raus, kommt das Abenteuerbuch raus mit neuen Szenarien. Was ein bisschen schade ist, die Regeln sind unglücklich geschrieben, aber eigentlich nicht schwer. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, der euch das erklären könnt, vielleicht jemanden, der es schon kennt, dann kommt man da wunderbar durch. Es geht halt nur, es gibt so viele, viele Ausnahmen und wenn man die im Griff hat, dann. Und auch wenn ihr spielt und ihr wisst nicht genau, was ihr machen sollt, entscheidet einfach für euch und lest es dann vielleicht irgendwie in dem Forum mal nach. Es ist so ein kooperatives Spiel, da kann man sowas schon mal machen. Stellvertretend für alle Euros, die ich im Schrank habe, habe ich mir jetzt mal Great Western Trail rausgesucht. Das ist eines der rundesten Spiele in dem Genre, finde ich. Da passt einfach alles zusammen. Spieldauer, Interaktion, die Punktewertung, die Möglichkeiten, die man hat, die Entscheidungen, die man treffen kann. Das Thema ist noch nicht allzu verbraucht. Die Regeln sind auch relativ eingängig. Also ein super, super Eurogame. Und da habe ich auch tatsächlich relativ viele im Schrank. Bei mir ist es tatsächlich so, ich genieße es immer, wenn ein neues Spiel irgendwie auf den Tisch kommt und ich entdecke das. Ich mag das immer nicht bis zur letzten Instanz durchentdecken. Also wenn ich ein Spiel habe, ich bringe relativ viele Spiele immer auf den Tisch, viele neue Spiele mit einem hohen Durchsatz. Und ich kann es anscheinend ganz gut, dass ich, wenn ich ein Spiel das erste Mal spiele, dann begreife ich relativ schnell, wo denn so die Stellschrauben sind, wo es wichtig ist, was zu machen. Aber ich habe dann keinen Bock, mir die perfekte Strategie zu überlegen. Also wenn ein Spiel mal irgendwie 10, 20 Mal bei mir auf den Tisch kommt, dann ist es schon relativ viel. Und Great Western Trail war definitiv schon so oft auf dem Tisch. Ja, jetzt habe ich mir die Erweiterung geholt, mit der habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß, viele sagen, das ist ein Must-Play.
Und ich hoffe auch, dass es demnächst mal wieder auf den Tisch mit Erweiterung kommt. Mein allererster Kickstarter war Alien Frontiers. Für die, die es nicht kennen, es ist ein Dice-Placement-Spiel. Es geht darum, einen Planeten zu besiedeln und außenrum gibt es lauter Placement-Felder. Man würfelt Würfel und je nachdem, was man würfelt, kann man unterschiedliche Aktionen machen. Auf dem Planeten baut man dann so kleine Colonies und das ist ein Area-Control-Mechanismus. Das heißt, wer in einem Territorium die Vorherrschaft hat, kriegt auch noch die Bonusfähigkeiten dieses Territoriums. Spielt sich sehr schnell auch und ja, es ist einfach... Es ist ein klares, also es ist nicht zu überfrachtet, sondern du würfelst, platzierst deine Arbeiter, versuchst hier die Vorherrschaft auf den verschiedenen Territorien zu haben und das war's. Ja? Ich glaube 7 Kolonien auf den Planeten gebracht hat, der beendet das Spiel, dann werden die Punkte zusammengezählt und das war's. Wobei die Punkte werden eh schon im Laufe des Spiels getrackt. Also das, ja, sehr empfehlenswert. Wenn ihr wollt, kann ich da auch gerne ein Erklärvideo machen oder mal eine Rezension. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr da Interesse habt. So, zwischendurch mal was Kleineres. Da habe ich euch Silver mitgebracht. Silver ist ein aufgebautes Carbo. Das Spannende hier ist, es gibt inzwischen 4 verschiedene Sets. Die könnt ihr beliebig mischen. Und bei den Sets ist es so, dass jede Karte unterschiedliche Fähigkeiten hat. Und so baut ihr euch das halt so zusammen, wie ihr möchtet. Das kann man toll zu zweit spielen. Das habe ich damals mit meiner Freundin gespielt. Man kann es zu dritt oder viert spielen. Und auch je nachdem, mit was für Gruppengrößen man spielt, kann man auch unterschiedliche Decks zusammenbauen, die besonders gut funktionieren. Spielt sich in 10 Minuten. Kann man super mitnehmen. Ich habe das in so einer kleinen Deckbox auch drin. Wenn du mal auf der Hütte bist oder im Zug, einfach Silber einpacken. Ja, und jetzt was ganz was anderes. Galaxy Trucker. Ein super, super, super lustiges Spiel. Erst eine Echtzeitrunde. Ihr baut euer Raumschiff möglichst schnell zusammen. Versucht Triebwerke, Laser, Mannschaftsquartiere und Lagerräume zu haben. Und dann müsst ihr von A nach B fliegen. Das ist dann ein Kartenstapel, durch den ihr durchspielt. Und da schlagen Meteoriten ein. Ihr werdet überfallen. Ihr findet verlassene Raumstationen. Und müsst dann immer entscheiden, je nachdem, was ihr noch von eurem Raumschiff übrig habt, was ihr denn macht. Und ja, ein bisschen problematisch ist, wenn Leute mitspielen, die ein unterschiedliches Skill-Level haben. Also wenn jemand ganz, ganz besonders gut dieses Bauen drauf hat, dann fliegt der durch diese Strecke durch mit seinem strahlenden Raumschiff und bei euch schlagen nur links und rechts die Meteoriten ein und alle Teile fliegen davon. Kann ein bisschen frustrierend sein, aber wenn ihr alle ungefähr gleich gut seid, dann ist es eine Fetzen-Gaudi. Die Anleitung ist lustig geschrieben, dadurch leider auch nicht ganz so toll strukturiert. Aber das kriegt man gut hin. Es gibt auch eine tolle App, die man spielen kann, wenn man gerade keine Leute zur Hand hat. Also Galaxy Trucker war bestimmt auch mit einer der Gründe, warum ich jetzt so eine große Sammlung habe. Ja. Dann auch noch ein ganz cleveres Spiel, finde ich, ist Hanabi. Das ist Spiel des Jahres von 2013 gewesen. Und alleine durch diese Idee, dass man seine eigenen Karten nicht zieht, stellt es im Endeffekt alles auf den Kopf. Und das finde ich so genial bei Spielen. Es muss nicht immer alles haben, sondern manchmal finde ich es total schön, wenn es einfach eine klare, reduzierte Idee gibt und mit der wird dann rumexperimentiert. Ja? Und in dem Fall, du siehst halt deine Karten nicht und die anderen müssen dir Tipps geben. Und dann, anhand von den Tipps, entscheidest du, was du spielst. Ja? Also auch in der Pocket Edition, schnell einfach hier in der Hemdtasche auf den Berghütten. Genau, wenn ihr Lust habt, könnte ich euch auch eine Top-Liste machen für Spiele auf der Berghütte, weil ich wohne ja in München und die Berge sind nicht allzu fern. Ich bin auch relativ oft in den Bergen unterwegs, also wenn da Interesse besteht, gebt mir gerne Bescheid. Und zum Abschluss der Spiele, die mich am meisten beeinflusst haben. Ja, wer erkennt's? Ne? Natürlich Kingdom Death Monster. Ja. Eine randvolle Box, ich glaube, das müsste die größte Box bei mir im Schrank sein. Und da hat dann natürlich mein kleines HeroQuest-Herz hat höher geschlagen, wo ich das erste Mal dieses Spiel bei einem Kumpel gespielt habe, beim Liners. Genial, genial. Es ist natürlich nicht perfekt, aber Kingdom Death Monster ist einfach ein Erlebnis. Es kostet relativ viel, es ist nicht ganz leicht zu bekommen. Man muss einen Spleen für Figuren haben, aber dann kann man in diese bizarre Welt eintauchen und man stirbt dauernd, man versucht irgendwie gegen Riesenmonster zu bestehen.
Und dann würfelt man und würfelt eine 1 und man ist halt einfach tot. Aber genau das erzeugt halt auch diese Momente, an die man sich einfach erinnert, wenn man spielt. Kingdom Death Monster ist, glaube ich, das speziellste Brettspielerlebnis, das ich bisher an dem Spieltisch hatte. Und da kommt ja jetzt auch, hoffentlich dieses Jahr, das weiß man immer nicht so genau, kommt auch noch jede Menge Nachschub. Es kommt die Gambler's Chest, die ist dann nochmal so groß und die Erweiterungen krempeln das ganze Spiel um, neue Riesenmonster. Ja, schaut euch das mal an, wenn ihr irgendwo die Chance dazu bekommt. Wenn ihr in München wohnt, sagt gerne Bescheid, dann können wir das bestimmt auch mal an den Tisch bekommen. Ja, nachdem ihr jetzt wisst, was mir gut gefällt, nochmal einen kurzen Schwenker zu den Sachen, die ich nicht so cool finde bei Brettspielen. Ich habe immer ein Problem, wenn der Glücksanteil zu hoch ist und vor allem im Verhältnis zur Spieldauer. Wenn es jetzt ein 10-Minuten-Spiel ist, ich meine, Silber kommt auch drauf an, was für Karten ich ziehe, aber das ist nach 10 Minuten vorbei. Aber wenn ich jetzt 1,5 Stunden spiele und dann zieht der Gegner irgendeine Karte und kriegt schwuppdiwupp 12 Siegpunkte und alles ist einfach anders, dann fühle ich mich da so ein bisschen um die Eigenleistung betrogen. Das macht mir dann einfach keinen Spaß. Da finde ich, ist es die Zeit nicht wert, die man investiert hat. Das ist zum Beispiel bei Flügelschlag für mich so oder bei Viticulture. Da habe ich aber nur die erste Edition gespielt. Das heißt, mit diesen Besuchern. Ich habe gehört, da gibt es inzwischen ein anderes Deck, das das deutlich besser macht. Und auch die Erweiterung soll es nochmal verbessern, also Tuscany. Ich habe es noch im Schrank. Das heißt, ich werde das bestimmt auch nochmal irgendwann auf den Tisch bekommen. Aber ja, wenn der Glücksfaktor dafür sorgt, dass ich 1,5 Stunden spiele und dann einfach durch Glück völlig abgeschlagen hinten liege, dann hat das Spiel auf meinem Tisch nicht viel Chancen. Ansonsten, ein Flügelschlag ist ein wunderschönes Spiel und bestimmt auch für die Zielgruppe genau das Richtige. Aber ja, es ist einfach nicht mein Geschmack. Wo ich mich auch dagegen sträube, sind diese Partyspiele auf Speed. Also zum Beispiel Krasse Kacke oder Tarantel Tango oder wie sie alle heißen. Also wo du halt einfach schnell reagieren musst. Das ist mir zu kribbelig, ich weiß nicht. Und was gar nicht geht, ist Werwolf. Bei Werwolf bin ich früher immer konsequent in der ersten Runde getötet worden, ganz egal wer ich war. Ich konnte mich dann auch nicht rausreden, selbst wenn ich das Kind war oder die, wie heißt die Wahrsagerin, die haben mich immer gekillt. Und auch generell Spiele mit Verrätermechanismus, boah, da muss ich schon echt in der Stimmung sein. Das ist für mich irgendwie, das ist viel zu aufregend, ja. Da, keine Ahnung, bei Schatten über Camelot, da denke ich mir, man sieht es mir an der Nasenspitze an, dass ich der schwarze Ritter bin und ich euch alle jetzt gleich hops nehmen werde. Dann spüre ich schon den Schweißtropfen, der mir hier so runterrennt. Das ist mir einfach zu viel Stress und zu viel Druck. Da spiele ich lieber irgendwie was voll kooperativ oder was, wo ich zwar schon auch Interaktion habe, aber nicht zu viel. Also ich mag auch keine so ist Risiko, diese krass konfrontativen Spiele, wo du einen wirklich reinreiten kannst. Ich habe auch Twilight Empire gespielt und nee, das ist mir einfach zu viel, ich weiß nicht, zu viel Druck, zu viel Stress, zu viel Konfrontation, dass da lasse ich einfach lieber die Finger von. Nee. Ja, und was bei mir auch sehr, sehr selten, zumindest aktuell, auf den Tisch kommen wird, sind irgendwelche Kinder- oder einfache Familienspiele. Diese ganzen Einsteigersachen. Gut, Codenames ist im Endeffekt auch eine Einsteigersache. Aber das kannst du halt auch mit Spielern spielen. Ja, dann nimmst du halt einfach 25 Spieleschachteln und legst sie auf den Tisch und machst dann darauf hier eine Runde Codenames. Also Familienspiele werdet ihr bei mir erst sehen, wenn es dann tatsächlich mal irgendwann Nachwuchs gibt und das, ja, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Ja, dann, es gab mal einen Kommentar, ob denn mein Spieltisch hier vielleicht den ganzen Raum ausfüllt und ob da überhaupt noch Platz für Mitspieler ist. Ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach mal mein Spielzimmer, dann könnt ihr euch davon den eigenen Eindruck machen. Ja, willkommen in meinem Dungeon. Und ihr seht, 6 passen locker hin und wenn man zusammenrückt, kriegt man bestimmt auch 10 an den Tisch. Genau, angefangen habe ich mit den roten Regalen hier unten und irgendwann habe ich dann mit meinem Bruder zusammen den Schrank hier gebaut. Der stand auch mal im Café, dann erweitert hier. Gibt es auf Instagram ein Video, wie ich das gemacht habe. Hier noch ein paar Bretter an die Wand. Da habe ich euch mal ein paar von meinen Lieblingsbüchern hingestellt. Vielleicht erkennt ihr der ein oder andere was.
Und mein ganzer Stolz natürlich, die bemalten Figuren in der Vitrine, die sich über viele Jahre angesammelt haben. Ein paar brauchen natürlich noch Farbe. Aber da sich da inzwischen natürlich schon einiges gesammelt hat, muss man gucken. Bis zur Rente bin ich gut ausgestattet. Und damit bleibt mir nur, euch einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich riesig über Anregungen und Feedback freuen. Ich bin hier der Neue. Ich kann euch noch nicht so gut einschätzen, kenne euch noch nicht und versuche gerade meinen Weg zu finden. Ihr könnt ja auch einfach mal auf BoardGameGeek vorbeischauen. Da seht ihr da meine Sammlung. Und wenn ihr irgendwas Interessantes seht, irgendwie Fragen zu einem Spiel habt, eine Rezension haben wollt oder ein Erklärvideo, ja, sagt mir Bescheid. Ansonsten Instagram, da bin ich als Spieleentdecker unterwegs. Poste ab und zu mal was über Spiele, aber halt auch die Bauprojekte, wo ich hier den Schrank erweitert habe oder wenn ich was Neues mit meinem 3D-Drucker gemacht habe, aber halt auch, wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin. Vielleicht ist es was für euch, schaut einfach vorbei. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder am Brett, vielleicht auch mal in Realität. Bis dann, ciao!